Die Translation ist der zweite Schritt der Proteinbiosynthese. Dabei wird die Basensequenz der mRNA in eine Aminosäuresequenz übersetzt. Die tRNA wird von der Aminoacetyl-tRNA-Synthetase mit der passenden Aminosäure beladen. Die mRNA lagert sich an die kleine Untereinheit des Ribosoms. Es lagert sich eine passende tRNA an das Startkodon an und erst dann lagert sich die große Untereinheit des Ribosoms an das Komplex. Dafür wird Energie benötigt in Form von ATP. Die erste tRNA wandert von der A-Stelle in die P-Stelle und die A-Stelle wird durch eine neue passende tRNA besetzt. Die Aminosäure Methionin, die an der tRNA auf der P-Stelle liegt, wird übertragen auf die Aminosäure der tRNA, die an der A-Stelle liegt. Die tRNA an der P-Stelle gelangt dann in die E-Stelle und verlässt anschließend ohne Aminosäure das Ribosom. Die tRNA von der A-Stelle, die nun zwei Aminosäuren trägt, wandert bei diesem Vorgang in die P-Stelle. Da die mRNA hierbei durch das Ribosom wandert, lagert sich an der nun frei werdenden A-Stelle eine passende tRNA an, die ebenfalls eine Aminosäure trägt. Die tRNA an der P-Stelle überträgt ihre zwei Aminosäuren auf die neue tRNA an der A-Stelle. Danach verlässt diese tRNA ohne Aminosäuren über die E-Stelle das Ribosom. Die mRNA wandert weiter und die tRNA an der A-Stelle mit mittlerweile drei Aminosäuren wandert auf die P-Stelle. Die nun freie A-Stelle wird durch eine neue tRNA besetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder, bis das Ribosom auf ein Stopp-Kodon trifft. Für diesen Vorgang wird ebenfalls ATP benötigt. Die Bildung einer Polypeptidkette ist damit beendet. Unter Energieverbrauch trennen sich die beiden Einheiten des Ribosoms. Die abgelesene RNA zerfällt durch die Exonuklease in ihre Nukleotide, die für die Bildung einer anderen mRNA im Rahmen einer erneuten Transkription genutzt werden können.